Nein, stopp, stopp, stopp. Ich will erst. Kann ich noch. Nein! Oh. Ich wollte ketten. Ich durfte nicht ketten. Ich wollte auch den Baumfrosch wieder haben. Nicht, dass er jetzt so wichtig gewesen wäre, aber ich wollte den Baumfrosch wieder haben. Der hat sogar was gebracht. Ah, weg mit dem Stahlkäfig. Jetzt mal die Saku raus. Wollte ich gerade angegriffen werden. Und dann spielen wir den flinken Momonga. Das Lustige ist, der Heilige Karten Reshef gibt es gemeinsam auf einem GBA-Modul. Ja, ist ja auch im Endeffekt das mehr oder weniger gleiche Spiel. Wenn man Reshef spielt, merkt man ja, das ist einfach nur ein ROM-Hack von Heilige Karten, aber halt aus, irgendwie haben sie es geschafft, die Ladezeiten von Reshef deutlich schlimmer zu machen, als in Heilige Karten, weil in Heilige Karten hat es ja überhaupt keine Ladezeiten, während Reshef dauernd am Laden ist. Tja, was soll man da noch sagen, ne? Ja, ich brauche den Baumfrosch tatsächlich nicht, wir haben was Besseres. Fand der Illusion. Naja, und dann haben sie halt, wie gesagt, total übertrieben bei den Karten, die sie reingetan haben. Aber irgendwie mochte ich ja mit der Zeit dann sogar nachher Königreich der Illusion. Ich habe es, glaube ich, im LP mehrfach erzählt, aber als Kind habe ich Königreich der Illusion bestimmt 10, 15 Mal angefangen und ich habe es nie über die dritte Mission oder so hinausgespielt, weil die Missionen so ewig langsam sind. Aber wenn man sich ein bisschen in die Materie reinarbeitet, dann macht es eigentlich sogar Spaß, das zu spielen. Aber wirklich nur, wenn man sich in die Materie reinarbeitet. Wenn man es nur so nebenbei spielt, ohne irgendwie eine Ahnung davon zu haben, ist Königreich der Illusion, glaube ich, eher frustrierend als alles andere. Ich spiele noch ein bisschen gegen Fusselvieh. Fusselvieh konnte sich überhaupt nicht wehren in unserem ersten Duell. Wir haben fast nichts von dem Deck von ihm gesehen, glaube ich. Ja, dieses Feldscan, oder ich einfach hier im Zug. Ja, genau, genau. Das ist so unglaublich nervig. Ich gehe mal davon aus, dieses Feldscan ist einfach nur eine überbrückte Ladezeit. Ich kann es mir nicht anders erklären. Das macht ja keinen Sinn. Warum sollte das Feld jedes Mal gescannt werden? Die Illusion tun wir weg. Seelenschnitter. Ja, das Buch. Okay, erstmal schwerer Sturm. Bei Königreich der Illusion muss ich bei der ich mit erhöhter Geschwindigkeit gucken. Was lustig ist, genau, weil ich... ich habe nicht mit erhöhter Geschwindigkeit gespielt. Ich habe es Post-Editing abgespeedet. Ich habe das Spiel in normaler Geschwindigkeit halt selber gespielt und aufgenommen und habe dann nachher in Sony Vegas... Das war jetzt dumm. War gerade mit Reden beschäftigt. Egal. Hab dann nachher einfach in Sony Vegas jeden einzelnen Kampf auf irgendwie knapp doppelte Geschwindigkeit oder so gesetzt. Einfach nur, weil das Spiel so lange dauert mit den ganzen Kampfanimationen und so. Naja, was halt vor allen Dingen auch bei Königreich der Illusionen nervig ist, wenn man davon nicht viel weiß. Aber wenn man die Mission vorher noch nie gespielt hat, ist halt, dass jede einzelne Stadt in jeder einzelnen Mission im Spiel halt festgesetzte Items hat, die da verkauft werden. Und es gibt nirgendwo eine Möglichkeit, vorher nachzugucken, was die da verkaufen. Es gibt keine Möglichkeit nachzugucken, was es alles für Items im Spiel gibt, was die wirklich machen, wie gut die sind. Das muss man sich alles erstmal selber mit der Zeit erarbeiten. Die Mühe habe ich mir halt erst zur Zeit des LPs gemacht. Und wenn man weiß, was diese Items alle machen, und wo man die herkriegt und so. Und wo man überhaupt die Monster findet, die richtig gut sind und so. Dann macht das Spiel plötzlich Spaß, weil dann kann man plötzlich richtig lustige Sachen damit... Man hat der Bot gerade den Seelenschnitter zerstört, statt den Cyberdrachen. Wie dumm ist er eigentlich? Oh, Möbius. Relativ krass fand ich auch diese versteckten Monster, die man finden kann. Ja, deswegen. Wenn man nicht weiß, wo die sind und einfach blind durch das Spiel spielt, davon findet man...
90% der Monster nicht. Weil es keinerlei Hinweise oder sonst irgendwas darauf gibt, wo diese Monster sind, wie man die findet. Teilweise so mega abwegige Sachen wie: Laufe in einer ganz spezifischen Mission mit dem Lava-Kampfwächter in die tiefste Botanik, um den Sumpfkampfwächter da rumstehen zu finden, damit der deine Armee joint, weil er seinen Bruder da hinten findet. Oder die Elfenzwillinge zusammenzuführen. Oder das Allerschlimmste ist ja, boah, wie heißt die Karte? Dieses 3000er Monster, das ich auch ein bisschen benutzt habe. Es ist ein 3000er Monster jedenfalls. Das findet man nur an einer ganz bestimmten Stelle auf der Map zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt im Spiel, weil das Spiel hat ja eine innere Uhrzeit in der Mission. Das ist alles so mega abwegig teilweise. Das muss man einfach wissen. Es geht nicht anders. Das hat nicht mal was mit Trial and Error zu tun. Das findet man einfach nicht. Dieses Monster, das aussieht wie ein Alien, das mit so einer so einer Regenbogenstrahlenwaffe in dem Spiel kämpft. Wenn mir jetzt der Name noch einfallen würde. Ich meine, der ist auch eine Immortal-Karte in Duelist of the Roses. Ich glaube, ich habe Lust, nochmal das Torwächterdeck rauszuhauen und nochmal eine Runde gegen die Könige mit dem Torwächterdeck zu spielen. Torwächter! In die Schlacht! Dum dum. Gegen die verlockende Königin. Aha, wir dürfen anfangen. Beim Torwächterdeck will ich tatsächlich auch anfangen. Ist so überdimensional. Oh. Das ist nicht die Anfangshand des Jahrhunderts, wa? Verwandlungskrug. Go up, Verlamm. Für sowas hat man dann den Verwandlungskrug. Ach, das ist natürlich doof. Die verlockende Königin kann sich unser Opferlamm mit sowas natürlich holen. Naja, aber trotzdem überlebt sie nicht bis zum nächsten Zug, selbst wenn sie eins unserer Opferlämmer klaut. Schwerter. Das ist ungünstig. Die müssen wir kontern. Ansonsten holt die tatsächlich ihre großen Monster und das wird dann ungemütlich für uns. Jo, den werden wir wohl opfern müssen, denn hier kommt der Verwandlungskrug. Kasujin, sehr schön. So, da haben wir noch ein feierliches Urteil. Dann werfen wir doch den Riesenkeim ab und werfen... die Riesenratte ab. So, dann beschwören wir uns den flinken Momonga. Feuchtigkeitsgeschöpf in Duels of Roses, ja, irgendwie so. Das ist der deutsche Name davon. Das mit dem Torwächter hat sich nach dem Kuck wohl erledigt. Ja, den Torwächter selbst spielen wir ja sowieso nie raus. Nachdem wir den Torwächter schon mal beschworen haben, ist der Effekt des Torwächterdecks ja sowieso nur noch einfach mit Suijin, Kasujin und Sangha des Donners zu gewinnen. Außerdem haben wir immer noch den Topf der Trägheit im Deck, also es ist immer noch möglich, den Torwächter einfach zurück ins Deck zu holen. Ja, noch eine verlockende Königin Level 3. Die wird jetzt eins unserer Monster gleich klauen, also feierliches Urteil. Kannst du übertreiben, ja. So, dann legen wir die erstmal in die Verteidigung. Dann holen wir uns den Opferlamm.
Und dann spielen wir Sui Jin. Tomate. Oh, ist nicht super gefährlich. Jo, da wäre das Ding da auch. Dann spielen wir mal noch ein Opferlamm. Und dann holen wir uns Kaze Jin. Duck vorbei. Schauen wir mal, was sie macht. Löwenzahn. Oh, Kreaturentausch. Ich würde sagen, sie darf gerne unseren Verwandlungsflug haben. Kraft. Keine Lust, dass die Tomate irgendwas beschwört. Also weg damit. Wie sieht es eigentlich mit Monstern im Friedhof aus? Wir haben 1, 2, 3, 4 nur. Wir müssen noch zusätzliches Monster im Friedhof kriegen. So, ich hatte da Sui Jin im Angebot. Der fällt in der bodenlose Fallgrube. Okay. Dann hätte ich dann auch Kaze Jin im Angebot. Verteidigung, den tun wir in Angriff, dann haben wir noch eine Riesenratte dazu. Spielst du eigentlich noch das neue Yu-Gi-Oh? Nein. Ich habe bei Pendel langsam das Interesse verloren, bei Link war komplett Ende. Ich habe schon von Pendel nichts mehr mitgekriegt. Das letzte, was ich mitgekriegt habe, waren die Anfangszeiten von Synchro Summon. Aber während der Zeit von 5Ds habe ich dann das Interesse verloren und alles, was nach 5Ds kam, habe ich überhaupt keine Ahnung mehr von. Also so richtig überhaupt keine. Ich kenne keine Karten, ich kenne keine Effekte, ich weiß nicht mal, wie die Mechaniken des Spiels danach funktionieren. Ich weiß nichts von Link Exceeds oder Pendel. Ist alles nicht meins. So, jetzt haben wir den Top der Trägheit. Jetzt können wir unsere Monster wieder zurückholen. Das heißt, der Torwächter ist auch wieder entdeckt zurück. Oder auch nicht, magische Störung. Naja, nicht so schlimm. Jetzt haben wir, gehen auf Nummer sicher und nehmen Kaze Jin dafür. Marshmallow. Oh. Das ist schlecht. Das heißt, wir haben A nur noch 1000 Lebenspunkte und B kommen nicht an Marshmallow vorbei. Das ist jetzt ungemütlich. Ist noch viel ungemütlicher, jetzt hätten wir theoretisch eine Gehirnkontrolle, aber kein freies Feld auf unserer Seite. Die ganze Wohltäterin. Okay, Monster. Okay. Ich glaube, wir gehen mal lieber in die Verteidigung hier. Ach, noch ein Marshmallow kann es ja nicht sein. Was ist es? Es ist in der Tat eine Tomate. Das könnte gut sein. Ich hoffe, sie holt noch eine Tomate raus. Ja, sehr gut. Noch eine Tomate. Okay, dann zerstören wir die Tomate mit der Riesenratte. Nö, ich will den Effekt von Riesenratte nicht aktivieren. Nidoria. Mist, mit Nidoria ist sein Kaze Jin erledigt, wenn ich den jetzt kille, ne? Ist ja ungemütlich. Staubtornado für den TT. Wird nicht besser. Wir kriegen den Finish nicht hin. Okay, jetzt sieht Neodoria schon mal in der Verteidigung. Wir sind tot! Wir haben verloren! Das Torwächterdeck ist geschlagen! Was spielt ihr denn Waffenstillstand? Wer spielt denn Waffenstillstand? Verdammt! Wir haben den Finish nicht hingekriegt. Unser erster Verlust mit dem Torwächterdeck.
Es ist geschlagen. Das Torwächterdeck ist nicht mehr perfekt. Was sollen wir tun? Das Spiel ist ausgebuggt. Okay, die verlockende Königin hat den Torwächter geschlagen. Kann man nichts gegen sagen. Dann spielen wir mal gegen Fusselfeel mit dem Torwächterdeck. Kann wir Waffenstillstand oder gerechte Nachspeise waren damals Standards. In dem Spiel hier eigentlich schon nicht mehr, nee. Also in den wirklich guten Decks wirst du nicht einen einzigen Waffenstillstand gerechte Nachspeise schon mal gar nicht finden. In Burner-Decks auf jeden Fall, klar. Dann fangen wir hier mal mit dem Riesenkeim an, schätze ich. Und machen mal ein TT raus, wa? Gucken wir, der spielt. Steamride. Aha. Könnten das ganz einfach weg-TT'n, aber muss noch nicht sein. Jo, Riesenkeim. Und nochmal Riesenkeim. Jo, ouch. Jo. Damit können wir uns den Torwächterteil beschwören, aber wir haben natürlich noch keine Ahnung, was die verdeckte Karte da hinten ist. Dementsprechend riskant bleibt die ganze Geschichte hier natürlich. Aber ist halt so. Vorliegendes Begräbnis. Im Notfall haben wir noch die Schwerter. Haben wir den Riesenkeim zurück und dafür haben wir Sanka des Donners. Los geht's, Sanka. Irgendwas dazu aktivieren? Nein, danke. Ich hätte gern Angriff gegen Kazajin. Das ist schlecht. Wir können Kazajins Effekt noch nicht mal aktivieren, wenn wir selber angreifen, weil Kazajin so ein tolles Monster ist. Ja, und damit wird es dann Zeit für Schwerter. Tja, ich befürchte, die Decks sind langsam über dem Torwächter. Oh Gott, Blowback. Das ist gar nicht gut. TT. Die Münze trotzdem noch machen? Ja, schon im Friedhof! Wie unfair. Na ja, schon klar, dass er den trotzdem machen durfte. Ah, Flink und Momonga, dann machen wir 1000 Schaden. Schrumpfen muss ich im Auto mal schon Kalber denken. Ja. So ein kleiner Pimpf. Ja, aber der spielt auch Schrumpfen, das. Ja, da erinnere ich mich auch noch dran. Tianischer Jäger wird gute Arbeit leisten, schätze ich. Dann kriegen wir nämlich zwei neue Nimble Momongas raus, um Suijin zu spielen. Jo, flinke Momonga setzen. Jo, flinke Momonga setzen. Schauen wir mal, was wir topdecken. Ein Topf der Trecker, das ist tatsächlich ziemlich gut. Wir können mehr Karten gebrauchen. Unsere Hand ist sehr, sehr dezimiert worden. 1, 2, 3, 4, 5. Jo. Mal schauen, was wir kriegen. Eine Gehirnkontrolle. Ha, das ist ja schon eigentlich gar nicht so übel. Sollte ich mir aber vielleicht aufsparen. Und erstmal hierbei bleiben. So, und go Suijin. Ich finde es auch schön, wie man in den alten Spielen hier noch nicht auswählen konnte, auf welche Felder man die Monster eigentlich beschwören will. Man kann zwar minimalen Einfluss drauf nehmen, je nachdem, wo man hinklickt, aber ich hätte mich nicht entscheiden können, Suijin irgendwo an den Rand zu spielen. Mit dem Auftritt der Alien-Karten später war das ja tatsächlich wichtig, auf welches Feld man die Monster spielt. Und soweit ich weiß, hat Link da auch extrem viel mit zu tun.
natürlich nicht. Ich glaube, die Gehirnkontrolle brauchen wir momentan nicht. Spielen wir lieber den Ruf der Gejagten. Beschwören den flinken Momonga. Setzen die Spiegelkraft. Und dann greifen wir mit Suijin an. Ach, die X-Kopfkanone. Der hat X-Kopfkanonen drin, aber scheinbar nicht YZ. Und keine Fusion dazu. Okay. Naja, zugegebenermaßen habe ich auch nicht selten X-Kopfkanone als einzelnes Monster gespielt, einfach wegen den 1-8. Wenn man keine besseren Optionen hat. Und er hat auch einen Topf der Trägheit. Zugegebenermaßen hat er dann fast nur Monster. Ja, mach du mal. Tianischer Jäger mit der Urknallkanone, okay. Habe ich da sowas wie ein MST gegen? Nicht wirklich. Aber wir haben eine Spiegelkraft, also passt schon. Spiegelkraft! Welche ist er? Oh, ein Verdeckter. Opferlamm, was haben wir im Friedhof? Eine flinke Momongas, ne? Reicht aber. Dann aktivieren wir den Ruf der Gejagten. Wenn es halt nicht gerade ein Staubtornado ist, holen wir uns den flinken Momonga. Dann aktivieren wir einfach mal den königlichen Erlass, weil es so viel Spaß macht. Dann kann sich das da hinten auf jeden Fall nicht aktivieren. Und dann hat das Torwächterdeck zumindest das Fusselvieh besiegt. Puh, das Torwächterdeck ist wieder am Rennen. Die Welt ist wieder in Ordnung. Naja, heute guter Zug. Ja, können wir uns ja alle wieder glücklich schätzen. Okay, und ich würde sagen, mit diesem Sieg des Torwächterdecks machen wir dann erstmal Schluss für heute. Ich lade mal wieder das Monarchendeck rein fürs nächste Mal. So, ich glaube, wir haben einiges geschafft heute. Viele Herausforderungen gemacht. Wir sind in den limitierten Duellen bis Stufe 3 hoch, Themenduelle bis Stufe 2 hoch, Stufe 1 Duelle sind alle durch, Duellpuzzle haben wir nur noch ein paar Stufe 3 Duelle, wir haben LP Survival Level 3 gemacht, massiv Packs gekauft, Level 3 Gegner freigeschaltet und schon ein paar Mal besiegt. Also wir sind ordentlich weitergekommen. Okay, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. See ya!